Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part FIFA 15, der Karrieremodus mit dem FC Everton in der Saison 14-15 hier im Part Nummer 6. Und dann erstmal euch noch einen schönen Tag und wir starten jetzt rein mit der Partie gegen Olympique Marseille, gegen eine französische Traditionsmannschaft. Wir sehen hier erstmal Real Madrid gewinnt das. Hier den Wechsel zu Real Madrid für 70,5 Millionen Euro. So, hier das Testspiel, Vorschau. Marseille empfängt Everton für ein Vorbereitungsspiel, obwohl Everton bei den meisten als Favorit gehandelt wird, freuen sich die Fans beider Lager auf eine hoffentlich schöne Partie. Die voraussichtlichen Aufstellungen bei Marseille. Samba im Tor, dann Chacheche, Alo, Tuiloma, Mordi, Imbula, Romao, Tova, Ayu, Barada und Omrani. Bei uns spielen werden, stimmt nicht, Robles ist ja nicht im Kasten. Die spielen jetzt mit Miralas, Fischer, Barclay und Naismith. Okay, ist komplett anders. So, Problembehebung nicht einsetzbarer Spieler. Okay, also dann ist Leighton Baines doch verletzt. Dann werden wir da reagieren müssen noch. Wird Luke Garbett dann ran kommen? Ah, okay, jetzt ist er wahrscheinlich auf der Bank noch. Okay, dann ist der Fall hier klar. Mal gucken, wer den Sprung dann hier in den Kader schafft für das Spiel. Ich würde sagen Besic. Und dann können wir reingehen in die Partie. Gegen Olympique Marseille. Auswärts im Start-Velodrom. Marseille in weiß, wir in schwarz normalerweise. Ja, so ist es in Ordnung. Also doch im Sanderson Park. Dann ist die Situation eine andere. Dann wird diese Partie hier auch simuliert. Und das Spiel zu Hause im Toffees gegen Bayer Leverkusen wird dann das erste Spiel für uns hier zum Steuern sein. Von daher gehen wir hier gleich mal in die Simulation über und gucken mal, wie die Partie hier werden wird. Nach dem Sieg jetzt zuletzt gegen Palermo, und es sieht ganz gut aus. 1:0 hier, Ross Barkley mit dem Tor, Garbett mit der gelben Karte. Alles andere als schön, gerade in Vorbereitungsspielen eine Karte zu sehen. Barry mit dem 2:0. Jelavic jetzt im Einsatz für Lukaku. 3:0 Firma mittlerweile. Jelavic mit dem Treffer, klasse. So, und wir gewinnen hier mit 3:0 gegen Olympique Marseille. Also unsere Vorbereitung scheint hier wirklich gut zu laufen. So, Trainingsverletzung. Garrett Barry fehlt 6 Tage. Ist natürlich blöd. Liam Osman 2,5 Millionen. Warum können die mir nicht die 3 anbieten? Hat Köln etwa nicht das Geld? Na, werden wir dann mal versuchen. Roschi abgelehnt. Bei ihm ist es noch eine Rollengeschichte. Machen wir mal den richtigen Stammspieler. Fellaini, da fehlt anscheinend jetzt auch die Rolle, obwohl wir die ja zuletzt eingestellt hatten. Naja, ist ein kleiner Spießrutenlauf. Aber gehört dazu, Colin Kosemans Angebot abgelehnt. Auch er benötigt noch die Rolle. Essentieller Stammspieler wird doch endlich mal in Ordnung sein. Transferangebot inakzeptabel für Kischner, Alcaraz wollen sie nicht. Dann werden wir den jetzt versuchen, Browning mal hinzuschicken. Wird wahrscheinlich auch nichts werden. So, dann haben wir es geschafft. Und Köln machen es jetzt mit den 3 Millionen, na Gott sei Dank. Dann haben wir da ein bisschen mehr Handlungsfreiräume.
Und jetzt gucken wir mal, wen wir hier einsetzen können. Gibson. Werden wir auch machen. So, dann haben wir schon zwei Verletzte. Ist natürlich ärgerlich mit unserem Leighton Baines da hinten. Und dann würde ich doch mal sagen, wir haben nicht großartig mehr viel hier zu machen. Wollte ich noch gucken, wie das aussieht bezüglich der weiteren Abgänge hier jetzt mit Naismith und so weiter und so fort. Ob wir die dann jetzt endlich mal an den Mann bringen können. Oh, doch nicht das hier. Sondern das hier, genau. So, Griffiths ist verliehen. Stanek ist verliehen. Ulreich haben wir verpflichtet. Robles ist noch auf der Bank. Alcaraz auf die Transferliste setzen. Leighton Baines, Galloway, Garbett, Oviedo haben wir auf die Bank gesetzt. Auf die Transferliste McGeady. Hat zwar ordentliche Werte, aber ich bin eher nicht so ein Freund des Schottens. Grant haben wir hier dann noch, McCarthy. Also mit denen kann man alles samt planen. So, müssen wir jetzt einfach schauen, ob das irgendwie klappt. Ansonsten würde ich doch mal sagen, war das ein relativ kurzer Part hier. Gucken wir uns dann noch die Nachrichten hier an. Transfer News, 22 Millionen Transfer des Spielers Checo von Manchester City zu den Spurs findet nicht statt. Der Spieler hat seine Zustimmung verweigert. Ich bin sehr gerne bei meinem Verein und ich weiß, dass ich mich verbessern kann. Ich möchte hier zu einer Legende werden, sagte Checo. Genauso ist es ja auch bei uns mit der ewigen Geschichte rund um Fellaini. SC Freiburg verhandelt mit Dynamo Moskau über einen Korani-Wechsel, der ja auch in der Realität immer wieder mal mit einer Heimkehr zum VfB Stuttgart liebäugelt. Manchester City möchte Moutinho verpflichten vom AS Monaco. Maupier verhandelt mit Everton über Jacky Yaker-Wechsel. Also davon, von dem Gericht, kenne ich noch nichts. Werden wir aber demnächst wahrscheinlich sehen. Kosemans sackt hier dem FC Everton ab, an dem wir ja dran sind, und Ramirez. Von Chelsea hier im Fokus, vom FC Valencia. Vereinsnews, und der Trainer von Leverkusen lobt unseren formstarken Aaron Lennon. So, ich denke, Everton kann sich glücklich schätzen, einen Spieler wie Lennon zu haben, sagt er. Er hat genau das, was man als Spieler braucht. Wir werden sehr auf ihn aufpassen müssen, da er gerade in bestechender Form ist. Dann die Absage hier von Kosemans, dann das Angebot hier von Köln an Lien Osman. So, Fellaini will nicht zu uns und bleibt bei Manchester United. Everton will zur Elite Europas gehören. Also das schauen wir uns an hier. Saisonprognose Platz 6, Schlüsselspieler von uns Leighton Baines. Ein Champions Cup Platz ist das Saisonziel von Everton, und wenn sie sich nicht qualifizieren, werden die Fans sehr enttäuscht sein. Romelu Lukaku muss dafür Tore erzielen und Mittelfeldspieler Leighton Baines die ganze Saison über in Form bleiben. Auch von Phil Jackie wird erwartet, dass er seinen Teil dazu beiträgt, dass die Verteidigung weniger Gegentore kassiert und zusätzlich auch Torchancen herausspielt. Victor Fischer hat eine große Zukunft und wird bald sehr beeindrucken, wenn wir ihn denn spielen lassen. News aus aller Welt, das sehen wir hier, Brendan Rodgers, der Trainer vom FC Liverpool, die Saisonprognose hier zum Platz 4. In der Vorsaison war es ja die Vizemeisterschaft. Leicester City will nicht absteigen, Prognose da Platz 19. Und Schlüsselspieler bei Leicester City ist der Neuzugang von Stoke City, die Leihgabe Robert Huth. Steht auch, dass man von Esteban Cambiasso einiges erwarten kann. Der Argentinier im Dienste hier von Leicester City. Hull City sehen wir hier Platz 11 in der Vorschau. Dann hier ein Spieler, der empfohlen wird. Danny Clifton von Northampton. Und dann noch Eilmeldungen. Aber es braucht uns nicht weiter zu interessieren. Okay, unsere Mannschaft steht soweit. Und dann würde ich doch mal sagen, gucken wir noch kurz in die Trikotnummern. Dann geben wir nämlich hier den Ulreich mal eine 1. Rob lässt die 9, was? Ist ein Scherz, oder?
Robles kriegt die 12 als Ersatztorhüter. Seamus Coleman, also ich würde mal sagen, von den Nummern her kann man es eigentlich so lassen. So, dann haben wir das soweit eingestellt mit unserer Nummer 1. Sven Ulreich geht dann in die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen als letzter Härtetest, bevor die Barclays Premier League startet. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir den Part hier für heute. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben würde mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Parts wieder. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben bzw. ein Abo dalassen bei meinem Intro-Ersteller Terratox, bzw. der auch meine Templates macht. Bin wirklich sehr zufrieden über seine Arbeit und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. In diesem Sinne, macht es gut, euer Sphinx Mido und Servus.